Wenn Sie 60-70% an Rohstoffkosten nehmen, dann haben Sie von dem Umsatz, was Sie tätigen, schon nur noch 30% oder 40% Wertschöpfung. Von diesen 30-40% gehen dann Produktionskosten ab. Und dann bleiben für den ganzen Site-Services-Bereich ja eigentlich nur noch 10-20% dieser Wertschöpfung eigentlich über. Und das ist schon ein sehr, sehr geringer Teil. Und wenn Sie dann noch das runterbrechen, weil Site-Service ist ein Riesenkonglomerat aus Leistungen. Sie haben die Medienversorgung, Sie haben die Entsorgung, Abwasser, Abfälle. Dann kommt natürlich die Technik, die Infrastruktur, die Basisinfrastruktur, die Sie brauchen. Bis hin wirklich zu natürlich zur Logistik und einfach auch eine Kantine, die Sie irgendwo benötigen. Und wenn man das vom Umsatz nochmal nimmt, dann sind es ja, maximal 3-7%. Das ist natürlich dann schon wenig, ne? Wo man eigentlich ein Riesenrad für dreht, damit das so zum Fliegen kommt, das ganze Service. Und auch diese Heterogenität von Dienstleistungen, die man da hat. Wenn das nicht funktioniert, wenn diese Dienstleister nicht funktionieren, haben wir ein Grundsatzproblem. Und das muss allen klar werden. Also man kann es immer nicht nur an den Zahlen festmachen. Es sind zahlreiche Effizienzsteigerungsprojekte über die Standorte geflogen und es sind massiv Kosten gesenkt worden. Die Frage, ob das auch so angekommen ist, was sich auch in Preisen ausgedrückt hat hinterher. Und es ist rein das Thema Kulturzusammenarbeit, das ist das Thema Dienstleisterverständnis. Serviceanbieter zu sein, das ist eben was anderes, als einen Kugelschreiber zu verkaufen. Also muss es überall Gold sein oder darf es auch ein ganz normaler Edelstahl sein für ein Geländer? Diese Fragestellung können Sie an jeder einzelnen Leistungsecke eigentlich ansetzen. Und früher war das nicht so wichtig, weil eben auch die Kosten nicht so im Fokus standen. Aber das hat sich jetzt geändert und jetzt diese Relation von Leistung zu den Kosten mit entsprechenden Servicegraden, Service-Levels, da muss man dran arbeiten. Also wir sprechen da ganz oft von der Planungsthematik im Moment. Was sind denn da für Mengen eigentlich, die auf uns zukommen? Dann können Sie sich auch planungsmäßig mit den Dienstleistern zusammensetzen und sagen, auf uns kommt das zu oder wir haben die und die Schwanken oder wir haben da eine Planschließung von einer Anlage über 4 Wochen. Dann kann man viel besser miteinander reden. Wenn so ganzjährige, langjährige Verträge geschlossen werden und dann nicht daran gearbeitet wird. Also wir finden es toll, wenn Sie sich 5- oder 10-Jahres-Verträge verordnen, Dienstleister und Kunde, aber dann darf ich es auch eben nicht einschlafen und ich muss dann Prozesse aufsetzen, die es immer wieder in Frage stellen, wobei sich immer wieder weiterentwickelt. Wir haben hier nur den Blick auf Deutschland, Europa, die Welt. Das sind unsere Wettbewerber, mit denen wir gegenüberstehen quasi. Und wir wollen die Kunden ja hier am Standort halten, wir wollen neue Investitionen haben, das ist unser Ziel. Und je mehr ich natürlich Vor- und Nachlieferanten habe, die an einem Standort zusammenarbeiten können und die sich über Pipelines etc. versorgen können, je besser ist das Ganze natürlich. Also je weniger abgesetzt werden muss, je weniger in den Kesselwagen rein muss und wieder raus, je optimaler ist das Ganze. Also Verbund ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema. Die Frage, wo treffen sich auch zum Beispiel Kunden untereinander und tauschen sich zum Thema Site-Services aus? Oder wo tauschen sich eigentlich Dienstleister mit Kunden gemeinsam aus? Sie haben kein Organ in Deutschland. Das fehlt uns. Das fehlt uns einfach in der Standortdienstleistung. Das ganze Thema muss eine Plattform haben. Ja.